Hallo Peter. Wie Sie sehen, sind diese Cassava-Pflanzen gesund und äußerst robust. Sie wachsen aber leider zu langsam. Wir wollen sie deshalb mit einer ertragreicheren Sorte kreuzen und brauchen Hilfe. Die Cassava-Pflanzen wachsen zu langsam. Ich muss zur ESU. Eine Professorin dort hat eine neue Art entdeckt, die beeindruckend schnell wächst. Sie wären eine perfekte Hybride. Ihre seltene Variante der asiatischen Cassava-Pflanze wächst wie verrückt. Ich muss nur ein Blatt mit unseren splicen. Die Professorin sucht immer nach praktischen Anwendungen. Sie wird sich über eine Zusammenarbeit freuen. Oh nein. Nein, jemand hat die Cassava gestohlen? Natürlich. Ich muss die Diebe noch in der Nähe aufspüren. Vielleicht sind immer noch Pollenspuren in der Luft. Hab sie. Ah, ja. Gut, dass diese Pflanzen Winterstäuber sind. An ihren fliegenden Pollen kann ich den Weg verfolgen. Mal sehen, wo diese dubiosen Pflanzendiebe hin sind. Gut, dass ich nicht allergisch auf diese Pollen bin. Nur ein Zufall. Ich bin nicht allergisch. Da ist sie. Die Pflanze ist ein echter Rockstar mit all der Security. Wir wollen definitiv nicht die Menschheit ernähren. Nicht? Ich hänge die halt einfach komplett über den Boden. Das ist jetzt so richtig so. Oh nee, oh oh. Diese Diebe wissen nicht, was sie geklaut haben. Die DNA der Cassava könnte helfen, den Hunger zu lindern. Genau da möchte ich dich einfassen. Ich habe schon von vielen Diebstählen gehört, aber Topfpflanzen? Für manche reicht schon das Wort selten, um es zu stehlen. Ich hänge hier auch noch neben. Ach, das ist ja. Wäre eine freundliche Venusfliegenfalle. Gefahr. Die sind alle in Gefahr. Wenn das so ist. Was zum? Können wir den einmal kurz rausnehmen? Oh, da ist ja auch noch einer. Wirklich? Da ist schon wieder. Okay. Okay, den haben wir auch. Schön. Das muss meine Fantasie sein. Wir nehmen uns den auch noch und hängen den noch dazwischen auf. Ach, das ist ja wie Weihnachten hier. Das ist ja Geschenkverpacken hoch 30, mein Gott. Mal eine andere Abzweigung. Zack, da haben wir wieder zwei. Und zack, zack. Und last but not least, bist noch du da. Wo ist jetzt diese Pflanze? So weit kann sie nicht sein. Okay, Kumpel. Ein kurzer Stopp bei Feast und dann bringen wir dich nach Hause. Wir haben diesen teuflischen Plan im Keim erstickt. Hast du mich dabei gesehen? Ja, dachte ich mir. Was? Moment, du heißt nicht Orby, oder? Parker, hör auf mit der Pflanze zu reden. Ach so, okay. Rede tatsächlich jetzt mit der Pflanze. Bauen wir uns was von deinem super speziellen Genmaterial und helfen deinen Cousins schneller zu wachsen. Okay, wir wollen ein paar extra Wachstumgene von unserer Gastpflanze. Wir brauchen einmal Sonne. Definitiv drin. Sorry. Ach Gott, sorry. Einmal Wasser. Das haben wir schon. Mal sehen. Und die Pflanzensachen, okay. Das heißt, wir könnten gucken, haben wir denn für unten links haben wir
Wie passen die bloß zusammen? Da ist er! Oh, das passt du nicht an! Diese echt Pflanze jetzt? Muss euch echt wichtig sein! Mit diesem Maschinen-Ding! Der Spider-Man hält sich für so clever! Hab ich das gesagt? Wir sind hier bis hierher gefolgt. Ziemlich dämlich. Idiots. Darf ich wieder? Puh, versuchen wir es nochmal. Danke. So. Wir könnten jetzt da dann... Ja, das funktioniert nicht. Das ist schon mal das gut Das sollte zu eine Kassava ergeben, die schneller wächst, ohne Ernte einzubüßen. Wir können das und das dahin packen. Dann haben wir aber das Problem mit dem hier. Brauche ich aber auch noch. Die Splicing-Technologie ist wirklich hochmodern. Sie macht es möglich, den Nahrungsbedarf zu befriedigen, ohne Sicherheit und Transparenz zu gefährden. So, so. So. Darf ich nicht? Ach, geht nicht. Nee, stopp. Schritt für Schritt setzen wir es zusammen. Es geht aber nicht, weil da dann das Gen falsch ist. Aber ich habe sonst doch... Ich hab die Sonne ja noch. So erhalten aber wir das eine geht ideale halt nicht. Kassava-Pflanze für diese Gegend. Okay, warte mal. Wir gehen mal nochmal ganz... Wir machen nochmal von vorne. Warte. Okay. Es gibt halt nur zwei. Also entweder muss es die Sonne sein, also das hier oder das andere. So. Ah ja, okay. I got it. Wasser nach da. Dann haben wir den hier nach da. Zack. Dann haben wir das nach da. Und dann können wir das letzte Blättchen noch nach da packen. Sehr gut. Na, bitte. In dieser Werkbank wird die Pflanze sicher sein, bis die ESU ihre Gewächshaus-Security aufstockt. Mit diesen neuen Hybriden wird dies ihre Ernte wirklich verbessern können. Neuer Anzug oder Anzugvariante? Welchen? Also weder hier noch für den anderen. Na egal. Geräte Netzabpraller. Stadtmann. Ah, den kann ich sogar voll machen. Sehr schön. Fähigkeiten für beide zusammen. Was haben wir denn da noch? Gegnerische Angriffe gewährt zusätzlichen Fokus. Ja doch, okay. Nein. Verdammt. So. Peter. Ich kann wahrscheinlich auch geladen, wenn voller. Oh, okay. das hätten wir damit auch. Dann, ja, immer positiv bleiben, wir. Wuhu! Ah, okay. Ach ja, Connors. Nee, Connors, ja doch auch, aber... Hast du es noch? Mal sehen, woraus das Ding ist. Gut. Ich habe das Serum mit Connors altem Blut versetzt. Scheiße. Wenn du die Atome zerstören kannst, die Lizard-Rezeptoren blocken,
können wir ein Gegenmittel herstellen. Klingt einfach. Richtig, einfach. Hm. Und, wie läuft es mit dem Anzug? Gut, eigentlich super. Muss mich nur dran gewöhnen. Ja, ich werde ihn auf Herz und Nieren testen, sobald es geschafft ist. Nicht mehr lang. Ah, nein, da oben. Ah, fuck. Hab ich nicht gesehen. Zurücksetzen. Ja. Brauchen wir nur den wegmachen. Hier nehmen wir den. 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 Dann haben wir es, ne? Ja. So. Juhu. Juhu. Moment. Juhu. Erscheint dir die Struktur instabil? Ein paar zusätzliche Elektronen müssten es stabilisieren. Mensch, hätten wir doch bloß ein Teilchenbeschleuniger. Das ist wie Haare schneiden mit einer Schrotflinte. Schnippschnapp. Laut den Technikern muss er repariert werden, aber vielleicht geht's ja. Keine schwarzen Löcher. Durch die Druckänderung hat sich innen etwas verschoben. Das lässt sich von außen unmöglich beheben. Oh. Wow. Was machst du da? Der Anzug schützt mich. Richtig? Peter, also ich weiß nicht. Entspann dich und sei ein braves Proton. Ja? Immer positiv bleiben. Bleib positiv. Ja, war klar. Ach du Scheiße. Und? Wie ist es im Inneren eines Teilchenbeschleunigers? Unglaublich. Du musst da rein, sobald du den Anzug zurück hast. Oh ja, das hat höchste Priorität. Was passiert überhaupt, wenn ich ihn ausrichte? Wenn es keine weiteren Probleme gibt, gar nichts. Du kannst einfach rauskommen. Harry? Er fährt hoch, aber der Strahl ist unregelmäßig. Stabilisiere ihn mit dem Magneten. Wie? Such einfach die goldene Mitte. Teilchenbeschleuniger haben keine goldene Mitte. Sicher? So, passt das? Da vorne sind nochmal Magnete. Wenn du den Strahl nicht stabilisieren kannst, wird das Serum zerstört. Ich mach schon. Hoffentlich überstehen das meine Büchereikarten. Den Strahl berühren, nicht berühren! Weiter! Du hast es geschafft, Pete. Das war's. Komm jetzt raus! Ah ja, okay. Was ist das? Sicher eine statische Entladung. Das heißt, der Beschleuniger funktioniert. Verdammtes Genie. Hm. Funktioniert das? Dieser Gegenmittel, wir kommen. Zug hat also empfindliche Ohren. Anscheinend. Was ist passiert? Noch mehr statische Entladungen. Der Beschleuniger läuft aber noch. Das Serum ist okay. Feuer! Aber da ist noch was anderes, oder? Du übernimmst die Seite, ich diese. Okay! Was mach ich denn? Gut, gut.
Die Entladungen haben sicher die Feuerschutzsensoren geschrottet. Ich versuche sie manuell auszulösen. Läuft die Arbeit am Gegenmittel noch? Sollte so sein. Aber wenn das Feuer den Beschleuniger beschädigt, ist er hinüber. Mhm. Hör endlich auf, dich auszubreiten! Böses Feuer. Hier oben sind noch mehr Feuer, Pete. Ich komme. Hier unten ist alles erledigt. Jetzt muss ich oben helfen. Stickstoff, immer gut. Wo noch? Completely andere Seite. Oh mein Gott. Einfach. Okay. Das waren dann alle. Hat geklappt. Du fährst ihn runter, ich schnapp mir das Gegenmittel, finde Dr. Connors. Nicht so schnell. Die Abschaltung hat 67 Schritte. Nehmen wir es vorher raus, verlieren wir das Gegengift. Oh, dann dauert's wohl eine Weile. Hungrig? Ich könnte Pizza holen. Fahr ihn runter und hol das Gegengift. Die übernehme ich. Wo ist Craven? Ich dachte, zwischen uns läuft was. Du bist nicht einer. Genau den wollte ich haben. Okay. Nein, mach das nicht! Ich kämpfe lieber im kleinen Kreis. Ich dachte, Craven ist nur nicht der Superschurke her. Was wollen die hier? Sie haben mich verfolgt, als ich das Serum geholt habe. Tut mir leid. Dafür entschuldigst du dich. Mach mir keine Sorgen. Du hast den Anzug. Mach sie fertig. Wie weit bist du jetzt, Harry? Leite den Strahl in den Nebentunnel um. Und bei dir so? Ja, mein Studienkredit wurde gerade verlängert. Das hat mich sehr gefreut. Du schaffst das, Kumpel. Er hat fast keinen Strom mehr. Ich bring's zu Ende und hol das Gegengift. Du musst hier ich raus. Ich kann nicht gehen. Ich bin der Einzige. Achtung! Craven wird Spaß mit dir haben. Harry! Weg mit dir. Hey, Jäger, habt ihr nichts? Ernsthaft?
wusste nicht, dass es Bären in diesem Wald gibt. Okay, bevor es gleich zur Sache geht, muss ich dir etwas sagen. Ich hab keinen Honig dabei. Oh, Spider-Man ist so gut. Oh Gott im Himmel. Ach, Peter. Komm schon. Ich fand das witzig. Es sollte nicht lange dauern, die Schäden zu reparieren. Aber vielleicht lassen wir uns ein paar als... Oh, shit! Die Pfeile müssen die Abschirmung des Beschleunigers durchbrochen haben. Der Strahl beschädigt den Tunnel. Kannst du noch runterfahren? Was ist mit dem Gegenmittel? Es ist noch nicht fertig. Jetzt heißt es Daumen drücken. Dum, 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 dum. Wenn ich frei bin! Machst du gar nichts mehr. Was zum... Na klar. Abgefahren. Als ihr noch konntet! Halt, ihr steht auf Zerschmettern? Dann zerschmettere ich euch! Euer Einsturz steht bevor. Sofort evakuieren. Ihr werdet... Hörst du das, Harry? Wie lange noch? Ich weiß, ich bin fast so weit. Punk. Harry! Ihr stürzt alles ein! Wir müssen weg! Nein, das hält schon! Ich hab's gleich! Und weg damit! Na? Wieso konnte ich den denn gerade nicht mehr? Aber ist aber viel passiert und die Emily May Foundation ist zerstört. Harry. Oh. Bist du verletzt? Mir geht's gut, uns beiden. Aber die Stiftung... Das ist mir im Moment egal. Harry, geht's dir wirklich gut? Ja. Gehen Sie rein und sehen Sie, was zu retten ist. Ich will einen genauen Bericht über den Schaden. Alles kaputt. Dein Dad hat recht. Die Stiftung ist nicht wichtig. Was? Das war unser Traum. Ist er immer noch. Aber jetzt müssen wir erstmal Dr. Connors finden und dich wieder gesund machen.
Ich schaff das. Oh, Miles. Hi, hier ist Pete. Ach, das reicht. Lass deine Nachricht da. Zur Hölle bist du, Pete? Hey, Genki. Hey, Alter. Eine Friend hat eine alte Jägerübertragung aufgeschnappt. Ich dachte, das willst du dir ansehen. Vielleicht führt sie zu Lee. Ich schick dir die Ausgangskoordinaten. Mhm. Ich weiß das zu schätzen, Mann. Kein Problem. Alles gut? Haley und ich machen uns etwas Sorgen. Alles okay. Es muss nur wieder alles normal werden. Ich mach's wieder gut, dass ich die Ausstellung verpasst habe. Okay, Mann. Hoffe, die Spur bringt uns weiter. Hoffen wir's mal. Anzüge. Anzugvarianten. Aber nicht beim Arzt. Ja, Peter. Klassischer schwarzer Anzug. Mhm. Fast durch hier unten. Fähigkeiten können wir noch reinhauen. Zack, dein Kegelfamilie. Wie dann jetzt zwei? Zur Seite zu ziehen, gehe auf der Einstellung. Okay. 2 plus, um den Gegner zu Boden zu schmettern. Cool. Okay, dann haben wir hier fast alles durch. Da haben wir nur noch den hier. Eingesponnene elektrisierte oder venomgeschockte Brecher können geworfen oder mit gerichteten Netzreißern hergeworfen werden. Ah. Gut, aber hier machen wir morgen Abend weiter. Wir sehen uns bis dahin dann wieder. Ciao, ciao.